Also jetzt geht's Richtung Heimatstadt. Gerade ausgeschworen. Boah, guckt euch diese TNs an, Digga. Die sind hellblau. Oder die sehen so heftig aus, Digga. Jo, Leute. Das ist Kevin. Das ist Marcel. Das ist André. Ich bin Steve. Also, Digga, wir fahren jetzt nach Nürnberg, einen Freund besuchen. Ja. Digga, wir sind hier im Zug. Wir haben kein WLAN, weil wir hier straight im Bayerischen Wald sind. Komm, mach Back auf, mach Back auf. Oh. Was hast du bekommen? Schmutz. Geil. Ja, Digga, wir spielen hier Karten. Der Hundesohn muss auf dem Platz sitzen. Der weiß nur gar nichts von seinem Glück. Digga, ich hab ja absolut war verkackt, Digga, aber der Wichser guckt die ganze Zeit Karten. Digga, irgendein Nutten hat hier Käse ausgepackt. Er stinkt maximal nach Käse. Digga, es ist so gottlos. Digga, es käst so mies in der Luft. Digga, wir sind jetzt hier in Nürnberg, Hauptbahnhof. Die gönnen sich jetzt erstmal Mc's, Digga. Ja, Mann. Der Ausflug, Baba. Ja, Digga, ich hab die miesesten Bauchschmerzen, Digga. So gottlos, Alter. Das war so schlimm. Bahnfahrt, Digga. Dreimal Bauchschmerzen gehabt, ich war so kurz vor dem Loskacken, Digga. Dann, wir gehen in Mc's rein, erste Toilette, Digga. Auf einmal, mir wird schlecht. Und, Digga, ich gehe aufs Klo. Man musste da bezahlen, ich schleich mich da irgendwie durch, ne? Ich gehe auf die Toilette, Digga. Erstmal, da war eine Warteschlange. Ich habe da auch ein Bild gemacht, Digga. Danach, ich gehe da so rein. Ich denke mir so nichts. Direkt vor der Toilette wartet jemand. Ich habe die ganze Druck, Digga. Ich konnte einfach nicht aufs Klo gehen. Und neben mir auf der Toilette, Digga, war einfach ein Cracky, Digga. Ich habe einfach gehört, wie er irgendwas mit Plastik auspackt. Und, Digga, er hat dann, ich höre nur so dieses Feuerzeug, Digga. Ich hatte schon gar keinen Bock mehr, Digga. Ich bin da einfach rausgegangen. Scheiß drauf, Digga. So, jetzt ist der Nuttensohn endlich da, Digga. Digga. Den haben wir jetzt die ganze Zeit gewartet, sind 2 Stunden hergefahren. Ja, Mann. Digga, wir waren gerade in den Laden. Da waren Schuhe für fast 2000 Euro oder so gefühlt. Da war alles übelst teuer, Digga. Ich fühle mich richtig wie ein Brokey, Digga, mit meinen 700 Euro. Und, Digga, auch noch Ausbildung abgebrochen, jetzt war ich gar nicht sehr stark, Digga. Ich habe eine neue Marke entdeckt, und zwar Pegado. Ich wusste gar nicht, dass die gibt. Die hat voll die geilen Sachen und die sind gar nicht so teuer. Ich glaube, ich hole mir davon irgendwann mal was. Also, Jungs, ich habe mir jetzt ein Eis geholt. Der hat sich Wasser geholt. Der hat sich Red Bull geholt. Hast du die geholt? Der hat sich auch ein Red Bull geholt. Ja, Mann. BMW haben wir auch vergessen. Vorhin war Großeinkauf, der hat sich auch ein Eis geholt. Wir waren jetzt in einigen Stores. Die haben alle Schuhe geguckt. Der Brief ist gebrochen, weil er keine gefunden hat. War auch noch so ein geiler amerikanischer Laden. Ich habe mir hier Tuck geholt, da waren welche vom Bacon. Aber ich wusste nicht, wie die schmecken, deswegen habe ich mir die nicht geholt. Ergibt irgendwie so gar keinen Sinn. Dann hier noch Sour Patches, Kids Tropical. Die werden später reingehauen, die sehen richtig baba aus. Ja, das Dragon Ball. Vor allem, Digga, da Shanks, Alter. Da sehe ich mich richtig in dem Laden, Digga. Da sehe ich mich. Oder was hast du davon? Da sehe ich mich, oder? Bros. Der Bray ist nicht mehr gebrochen. Er hat die Schuhe geholt. Ich hab mir diesen Sweater geholt. Und warte. Der Bray, der hat sich die Schuhe geholt, Digga. I've been really trying, baby. Bruder, ich habe mir jetzt auf jeden Fall den Sweater geholt. Der ist richtig geil. Ich esse jetzt hier noch ein paar Kekse, Digga. Jo. So, Leute, wir gehen jetzt Richtung Burgerladen. Burgerladen. Ich glaube, ich hau mir dann gleich die Sour Patches rein. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Ich will auf jeden Fall mal auschecken, wie die so schmecken. Wow, da ist eine Limousine. Maschallah, Digga. Was ist denn für ein Ding, Digga? Oha. So, und Sprachenlernen, Bubble. Burgerladen gehen wir wahrscheinlich auch noch in Bowling. Und wenn wir dann bei Bowling sind, dann, ja.
Ja, da habe ich auch auf jeden Fall Bock drauf. Bin auch so los, Digga. Hallo. Wo spinnst du? Alles klar. Digga, der Vollidiot, der wohnt in Nürnberg, Digga. Wir sind jetzt hier nochmal im Kreis gegangen. Digga, und der hat keine Ahnung, der kennt sich nicht aus, Digga. Wir holen jetzt Google Maps raus. Und außerdem, Digga, jetzt labern die irgendwas von Dönerladen, Digga. Die wollten ihnen gar keinen Burgerladen. Bruder, ich bin jetzt hier am Kölner Dom oder so. Digga, ich war sozusagen die ganze Zeit vorausgegangen. Wir haben jetzt aber verloren, Digga. Wir sind jetzt hier nur noch zu viert, Digga. Oder sind wir vier? Ja, wir sind zu viert. Digga, jetzt schicken die mir Standort und jetzt sollen wir dorthin gehen. Digga, es ist so fucking kalt, ne? Und er sagt einfach, eine Straße weiter. Oder wir gehen jetzt seit gefühlt einer halben Stunde, Digga. Meine Nase läuft, ich bin so am Frieren, ich kann nicht mehr, Digga. Wen will er hier ficken, Digga? Oder wir gehen jetzt seit einer halben Stunde. Und der sagt immer noch um die Ecke, Digga. Ich schwör, wir boxen den gleich. Junge, ist das so eine gottlose Kammer hier drin, Junge. Digga, ich war da drin pissen, Digga. Junge, ich fühle mich wie Jugendzentrum hier, Bruder. Bruder, wir sind da jetzt echt eine halbe Stunde gegangen, Alter. Die stellen sich da an sich, der Dönerladen ist echt heftig. Aber Bruder, ich habe mir jetzt eine Schüler-Dönerbox geholt. Bruder, ich wollte eine Karte bezahlen, geht einfach nicht, Digga. Aber zum Glück hat ein Kollege für mich ausgegeben. Danach gehen wir jetzt auch noch Bowling, habe ich ja glaube ich schon erwähnt. Boah, Bruder, meine Dönerbox ist da. Digga, das sieht so geil aus, Digga, und das duftet ordentlich, Digga. Dann hier, Döner, Digga, mit Fleisch, der duftet mit Soße, Digga. Und es hat auch diese Dinger, Digga. Der hat auch noch einen Döner mit allem. Bruder, die duften richtig mies, Digga, die werden jetzt richtig reingeholt. Richtiger Schmackofatz. Nein, Bruder, der bei dir hat sich auch hier einen fetten Döner geholt, auch mit allem. Der wird sich auch fett reingeholt. Okay, der zweite bist du. Warte, bist du es noch entspannter. Bruder, so muss das. Und da unten auch noch Baba Pommes, Digga. Die Dönerbox wird eingepackt, ich pack die nicht mehr. Der Bruder, der Bruder hat sich noch Pommes bestellt. Er gönnt richtig, Digga. Wir wollen jetzt Bowling gehen. Bruder, alles ausgebucht. Vier verschiedene Bowling-Dings haben wir angerufen, alle ausgebucht. Voll verkackt, Digga. Dann haben wir auch noch bei Billard angerufen, auch alles voll, Bruder. Wir wissen jetzt gar nicht, wohin. Wir gehen jetzt einfach irgendwo entlang. Ich schwör's dir, der Döner hat richtig Baba geschmeckt. Ich habe jetzt auch noch Bock, meine Sour Patches zu essen. Habe ich, glaube ich, vor kaum 14 Uhr schon gesagt oder so. Es ist mittlerweile Nacht. Und ja, wir bleiben nicht mehr allzu lang. Bis um 22 Uhr oder so. Es ist jetzt so 19 Uhr. Ja. Also, Digga. Wahrscheinlich hat der Vlog eine absolute scheiß Qualität, weil ich das Ganze mit dem Handy aufnehme. Bruder, es ist gerade eine richtig angespannte Situation. Wir sind irgendwo im Nirgendwo. Keine Ahnung, wo wir sind. Alles hat zu. Ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt habe. Wir haben gerade bei 6 verschiedenen Sachen angerufen. Bei Bowling, Minigolf, überall. Wir gehen, halt dein Maul davon, Digga. Wir gehen jetzt Richtung Kino. Jetzt haben wir auch noch einen Internetkollegen angerufen, den wir irgendwie vor 6 Jahren auf PS3 kennengelernt haben. Und wir fragen den jetzt einfach, ob wir zu denen können. Einfach so auf komplett random. Wenn nicht, dann schieben wir uns jetzt einfach ins Kino. Da verpissen wir uns auch. Und ja, ich melde mich dann. Du kleiner Hurensohn. Wieder. Wenn irgendwas Neues ist. Okay, Jungs. Wir haben uns jetzt entschlossen. Wir gehen jetzt Richtung U-Bahn. Dann fahren wir eine Station. Und dann chillen wir uns ins Kino. Und dann habe ich Bock, jetzt die Sour Patches auszuprobieren. Und mashallah, Digga. Was ist das denn für ein Auto, Digga? Oha, Digga. Ja, dann sehen wir uns gleich. Jetzt rausspringen. Da draußen. Ja, Jungs, wusste gar nicht, dass ihr Beine trainiert, Digga. Arschmora kriegt jeder, Digga. Digga, der trainiert wirklich jetzt Beine. Okay, Leute, wir sind jetzt hier im Kino. Wir chillen uns da einfach rein und tun so, als ob wir auf einen Film warten. Aber wir schauen gar keinen Film. Dann, Bruder, jetzt habe ich hier die Sour Patches, die ich probieren wollte. Da habe ich auf jeden Fall mies Bock drauf. Ich mache die jetzt einfach mal hier auf. Ich hoffe auch, der Ton passt, Digga. Gar kein Bock, wenn das jetzt hier die ganze Zeit ultra leise ist. Digga, mit einer Hand aufzumachen. Okay, jetzt ist der Spaß offen. Ich hole mir jetzt mal einen raus. Das ist jetzt hier so ein... Ah, shit. Das ist jetzt hier so ein lilaner. Ja, Mann. Die sind richtig heftig. Aber die sind irgendwie nicht so sauer. Hat irgendwie saure in Erinnerung. Ich habe schon mal Sour Patch gegessen. Aber andere. Jetzt esse ich mal noch so einen grünen.
Alter, das klebt so in den Zähnen. Der mit der Zahnspange ist das echt richtig respektlos. Zum Glück habe ich die Kacke nicht mehr lang. Die Zahnspange kommt raus am 2. März oder so. Ja, Digga. Schmecken auf jeden Fall richtig Bauer. Kann ich nur empfehlen. Warte, ich zeig's nochmal. Das sind Sour Patch Kids von Tropical. An der Stelle auch kein Product Placement. Also Digga, ich habe jetzt die halbe Packung hier gefressen. Die Orangen sind auf jeden Fall die geilsten. So Leute, wir zocken jetzt eine Runde Karten mit den Jungs. Das Game heißt Lügner und bei 4 Assen haben wir verloren. Ich habe aber trotzdem noch das Game gewonnen als 2. Platz und der Opfer hat alle 4 Assen. Digga, wir chillen hier so die ganze Zeit und Digga, das ist richtig. Auf jeden Fall, wir waren gerade noch bei Mackis. Haben uns noch mit einem Kollegen getroffen, den wir aus PS4 Anfangszeiten gekannt haben, den wir wirklich so seit 8 Jahren nicht gesehen haben, nur über PS4 kennengelernt haben. Jetzt fahren wir alle Richtung nach Hause. Hinter uns geht gerade keine Ahnung was ab. Und ja, wir haben uns auf dem Max Sunday getroffen, da wurden wir auch rausverjagt, wieso auch immer. Also, da gibt es auf jeden Fall eine 3 von 5 Sterne Bewertung. War auf jeden Fall richtig kacke, der Mackis. Die haben nur scheiß Erfahrung, kommen die wieder nach Nürnberg hier. Ja, ich hab vergessen, dass ich noch eine Dönerbox hab, Digga. Junge, es wäre so gottlos, würde ich die jetzt hier auspacken, Digga. Junge, es ist so gottlos, es riecht so nach Dönerbude aus meinem Rucksack, Digga. Jetzt Bruder, er kennt gar nichts mehr. Wir sind die Einzigen hier in dem Wagon. Er ist Türsteher. Der frisst erstmal. Junge, der hat so Nackenprobleme. Und der pennt. Junge, nein, Junge. Mach, komm. Mach, hier klingt sogar. Er kennt gar nichts, Digga. Er kennt gar nichts. Ey, bitte verdeck. Sei bitte verdeck. Was? Er hat Tür, dass man nicht sieht. Ja, Mann. Was? Nee, aber. Richtung rechts. Jetzt mal bitte beruhigen hier. Jetzt sind wir in Schwanzdorf. Jetzt habe ich gerade irgendwie nochmal gewechselt. Also jetzt geht's Richtung Heimatstadt. Was war der, Junge? Er schmeckt die Glocke, Alter. Junge, wer ist er, Digga? Na ja, Junge. Also ich zeige euch jetzt, was eine echte Nussklemme ist. Also ihr nehmt so euer Bein, packt das so rüber, dann grabt ihr das und dann zieht ihr einfach zurück, Junge! Digga, man weiß nicht, was passiert ist, aber er ist richtig gebrochen, Digga. So, oh mein Gott. Wir sind jetzt hier endlich wieder angekommen in der Rotzstadt, wo ich lebe. So, Leute. Bin jetzt endlich angekommen. Ich hau mich jetzt hier aufs Bett. Danke fürs Zusehen. War ein richtig geiler Tag. Bin richtig kaputt. Ich glaube, ich schneide jetzt noch ein bisschen das Video. Danke fürs Zusehen. Lasst ein Like und ein Abo da. Ja, Mann.